Es sind dramatische Bilder aus Tirol, die am Samstag das Testspiel zwischen Werder Bremen und Ajax Amsterdam überschatten. Ajax-Youngster Abdelhak Nouri bricht plötzlich ohne Fremdeinwirkung mit Herzrhythmusstörungen zusammen und muss lange Zeit am Feld reanimiert werden. Insgesamt wird der Kicker 30 Minuten auf dem Platz versorgt. Anschließend wird er per Hubschrauber in ein Krankenhaus nach Innsbruck geflogen. Sein Verein Ajax Amsterdam teilt jetzt via Twitter unter dem Hashtag StayStrongAppy mit, dass der 20-Jährige bleibende und schwere Gehirnschäden davongetragen habe. Noch am Dienstag gibt der Europa-League-Finalist leichte Entwarnung, nachdem eine Herzuntersuchung und ein Hirnscan keine Auffälligkeiten ergeben. Bilder wie diese werden wir von Abdelhak Nouri nie mehr sehen. Das Talent ist Niederländer mit marokkanischen Wurzeln und ein Eigengewächs von Ajax Amsterdam. Er spielt bereits seit 2004 beim niederländischen Vizemeister.